Ein ganz wichtiges Thema, was dir direkt helfen wird, mehr Punkte zu gewinnen und mehr Matches zu gewinnen, im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Wie gerade schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema, ein ganz grundlegendes Thema, was jeder Spieler beachten muss in seinem Spiel, ist die Höhe der Bälle über dem Netz. Ja, wie hoch schlage ich den Ball über dem Netz? Und das hat natürlich auch Folgen für mich. Hast du in den letzten Trainingseinheiten, in den letzten Matches mal wirklich versucht, genügend Höhe über deinem Netz zu erzeugen? Oder willst du einfach immer nur flach, 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 schnell spielen und ärgerst dich dann, weil du Punkte verlierst, weil der Ball immer im Netz landet? Wir arbeiten heute an der Höhe und ich möchte nochmal wirklich das Verständnis dafür bei euch erzeugen, warum die Höhe so wichtig ist und warum die Höhe uns mehr Punkte geben kann. Und das zeigen wir ganz einfach jetzt mal mit ein paar Punkten oder mit ein paar Bällen, die ich von der Ballmaschine angespielt bekomme und wo wir auch die Höhe variieren, in welcher Feldposition. So, wie gerade gesagt, wir starten jetzt mit der Übung, beziehungsweise ich möchte euch zeigen, warum oder welche Höhe ihr anstreben solltet, wenn ihr an der Grundlinie steht. Ja, an der Grundlinie ist ja erstmal unser Ziel, den Gegner auch möglichst weit hinten zu halten, dass der uns nicht gefährlich werden kann, dass er nicht in die Offensive gehen kann, damit wir erstmal in eine neutrale, beziehungsweise selber schon irgendwie in eine offensive Position kommen. Und das können wir am besten haben, wenn wir eine bestimmte Höhe erreichen. Denn worauf ich eigentlich hinaus will, die Höhe gibt uns am Ende des Tages ja die Länge. Ja, die Länge im Feld. Und je länger ich den Ball ins Feld spielen kann, desto unangenehmer ist es am Ende für den Gegner auf der anderen Seite. Ja, es ist nicht so, dass je schneller der Ball ist, ja, weil viele spielen schnell, schnell, schnell und der Ball landet irgendwo auf der T-Linie, dann ist es für den Gegner ja noch einfacher, den Ball mitzunehmen. Wenn ich am Ende Schnelligkeit und Länge habe, das ist natürlich das Endziel. Aber jetzt erstmal, damit wir wirklich gut in die Matches reinkommen, in unseren Trainingseinheiten viele Punkte gewinnen können, gehen wir jetzt erstmal her und arbeiten uns mit der Höhe, mit dem Spin entlang, damit wir eine gute Länge haben. Starten wir jetzt hier von der Grundlinie. Und so ein Ball, wenn wir den jetzt so spielen, wie ich jetzt hier gespielt habe, ja, genügend Höhe überm Netz, der landet genau vor der Maschine auf der anderen Seite, lässt den Gegner natürlich nichts Großartiges machen, bringt mir auf der anderen Seite natürlich auch noch Zeit, um mich wieder richtig zu positionieren, auf den nächsten Ball zu warten. Und wenn ich das wirklich konstant, oh, und wenn ich das wirklich konstant kann, dann habe ich schon einen riesen Vorteil. Und damit ihr seht, wie die Bälle da hinten landen, zeigen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite. Kurze Unterbrechung, wenn du wirklich diesen Sommer nochmal trainieren möchtest, auch mit mir an deiner Seite, dann melde dich jetzt an für einen Intensivkurs. 1:1, ein ganzes Wochenende, Freitag bis Sonntag, zusammen mit mir auf dem Platz, mit Übernachtung hier in Iserlohn, direkt neben der Anlage. Wenn du da mehr Informationen zu haben willst, schau auf unsere Webseite, melde dich unter info@tennis-mastery.de oder auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, wo wir vertreten sind. Ich freue mich auf dich, melde dich auf jeden Fall, dann können wir zusammen an deinem Spiel arbeiten. Und jetzt hier seht ihr das Ganze nochmal ganz gut, ja, wie die Höhe mir die Länge gibt, ja, wie der Ball vor der Maschine aufkommt. So kann ich den Gegner auf jeden Fall schön lang halten, denn viele gehen her, ja, und spielen so. Und der Ball ist ja dann kurz, schnell und wir wollen erstmal hier Konstanz haben, eine gute Länge haben, Höhe haben, damit die Treffpunkte auch mal unangenehm werden beim Gegner. Und das ist jetzt hier erstmal auch das Ziel. Ups, der ist ein bisschen lang. Und das hier ist jetzt erstmal das Ziel auch für die nächsten Trainingseinheiten. So, ihr habt das jetzt gerade gesehen von der Grundlinie aus. Das Ganze verschiebt sich natürlich ein bisschen, wenn ich weiter ins Feld reingehe. Wenn ich zum Beispiel den Gegner durch diese Länge jetzt unter Druck gesetzt habe, der Gegner kürzer wird. Wenn ich dann reingehe ins Feld, dann gehe ich natürlich wieder ein bisschen runter mit der Höhe, damit ich auch ein bisschen Druck dann wieder ausüben kann. Vielleicht einen Angriff vorbereiten kann, schön die Ecken dann platzieren kann, die Gegner dann wirklich auch keinen guten Treffpunkt gebe, weil wenn ich den Angriffsball zu hoch spiele, ist es natürlich einfacher für den Gegner, den Ball wieder zurückzuspielen, mich zu passieren. Ja, da wollen wir ein bisschen runtergehen von der Höhe und das zeigen wir jetzt auch noch mal kurz in den nächsten paar Bällen. So, jetzt hier noch mal die kurzen Bälle, da seht ihr das natürlich auch wieder, wie der Unterschied ist von der Flugkurve des Balles. Jetzt ist das Ganze natürlich etwas
flacher gestaltet, nicht mehr so hoch raus wie gerade. Jetzt, wie gesagt, wir wollen ja die Treffpunkte für den Gegner nicht zu einfach machen, dass er den Ball noch erlaufen kann. Hier wollen wir ein bisschen flacher übers Netz spielen. Und das muss man natürlich auch immer wieder üben, das kontrolliert spielen zu können. So, bevor es jetzt weitergeht mit dem Video, nochmal ganz wichtig, wer sich hier im Sommer nochmal wirklich verbessern möchte, der kann sich jetzt bei uns für einen Intensivkurs anmelden. Schreib mir einfach eine E-Mail an info@tennis-mastery.de oder schreib mir bei Social Media, wenn ihr hierher kommen wollt, ein ganzes Wochenende mit mir arbeiten wollt, mindestens 10 Stunden Training plus noch das Ganze drumherum. Also, wenn ihr euch verbessern wollt, wenn ihr an der Technik arbeiten wollt, an der Taktik arbeiten wollt, an der Athletik arbeiten wollt, dann meldet euch für den Intensivkurs an. Ihr arbeitet 1:1 mit mir von Freitag bis Sonntag und da werdet ihr viel lernen, viel Spaß haben. Ich freue mich auf euch. So, jetzt habt ihr das gesehen mit der Flughöhe. Ja, wir haben es wirklich angepasst. Und meine Hausaufgabe für euch ist jetzt, dass ihr mal hergeht und wirklich guckt, wie hoch spiele ich eigentlich übers Netz? Kann ich da noch was machen? Spiele ich vielleicht wirklich sehr flach und kriege keine Länge in die Bälle dadurch und bin deswegen öfter mal so an dem Netzfehler dran? Arbeitet wirklich daran, versucht euch ein Ziel zu setzen, wie hoch möchte ich übers Netz kommen? Es gibt auch noch Trainingshilfen dafür, ja, wenn ihr da noch Unterstützung braucht, wie man sowas findet, kann ich euch auch gerne helfen, schreibt das unten in die Kommentare rein. Ansonsten erstmal visuell daran arbeiten, wie hoch komme ich da übers Netz? Natürlich, wie ihr es gerade gesehen habt, wenn der Ball kürzer wird, dann spiele ich natürlich wieder ein bisschen flacher, aber allgemein erstmal, wenn ihr zum Beispiel das Einspielen macht, da versucht ihr bitte schon wirklich Höhe reinzubekommen, Länge reinzubekommen, da könnt ihr auch Markierungen hinten ins Feld reinlegen, alles möglich. Und ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Training. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.